zeige ich Ihnen, was gestern hier noch passiert ist. Also, der 16-jährige Leon Löwentraut war hier bei uns zu Gast. Der malt Bilder, so abstraktes Zeug, abstrakt expressionistisch, wie er es selber nennt. Und hat damit sehr viel Erfolg, hat schon einige Bilder für viel Geld verkauft und stellt jetzt auch in naher Zukunft in London und Dubai und in Miami aus und so. Und wir haben uns gedacht, wir malen mal ein Bild zusammen. Dafür hatten wir in der Sendung leider keine Zeit mehr. Und dann haben wir das direkt nach der Sendung getan. Wie es dann zu diesem Bild, was ich Ihnen dann gleich hier auch zeigen werde, und Sie es ja auch in der Entstehung sehen werden, kam, das sehen Sie jetzt. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Grundierung. Okay, mit was malst du normalerweise hier? Mit Acrylfarbe? Genau. Trockensteller. Wir nehmen aber helle Farbe. Was sollen wir überhaupt malen? Ist mir egal, was Abstraktes. Okay, ich mal gerne abstrakte Sachen. Ich auch. Wir malen. Da muss man sich nicht so lange was ausdenken. Gesichter. Und wenn einer fragt irgendwie, das ist aber nicht richtig, sagt man einfach, das muss so. Ja. Dann lass uns anfangen. So. Okay, dann machen wir erstmal hier mit ein bisschen. Ach, du schmierst die Farbe direkt drauf? Ja, ja. Okay, brauchst gar keine Palette oder sowas? Mm-mm. Nee. Kennst du Bob Ross? Bob Ross? Ach so, ja, klar. Kennst du Bob Ross? Ja, klar. Ja, wer kennt Bob Ross? Nicht viele, aber geil, oder? Bob Ross, nachts zum Einschlafen, das Beste, was man sich vorstellen kann. Im Bayerischen Rundfunk oder Bayern 3 Alpha oder so läuft das. So ein Typ aus den 70ern mit so einer Frisur, der einfach immer so unglaublich kitschige Landschaften gemalt hat. Aber das ist schon super. Mehr würde ich eigentlich gar nicht machen. Das finde ich schon super. Das finde ich schon mal, ohne Scheiß. Das finde ich schon. Aber das hast ja nur, bist ja nur du da. Das finde ich schon total super. Aber lass dich nicht von mir beeinflussen. Mach nicht zu viel der Plastik kaputt machen. Lass dich nicht. Oh. Ja. Willst du malen? Nee. Aber das ist doch, war doch schon super. Ja, aber wenn du jetzt bei jedem Pinselstrich anfängst zu jammern, dann bringt das ja auch nichts. Ja. Ja, okay, machen wir weiter. Das heißt, du lässt dich gerade einfach gehen. Genau. Ja. Ehrlich gesagt, ich fand es vorher besser, aber. Pass mal auf, jetzt drücke ich. Ich habe den ganzen Deckel abgemacht, hier ist die Farbe drin. Ich weiß nicht, ob du diese Technik schon kennst. Also, ich drücke einfach dagegen. Geil. Das sieht geil aus. Einfach so, guck mal, hast du schon mal. Pass auf, dann machst du einfach so. Es muss ja nicht überall was hängen bleiben, nee. Weißt du? Das ist schon geil. Es geht jetzt nur um die Grundierung, oder? Ja. So. Ja, aber was lachen Sie so? Entsteht Kunst? Haben Sie mal gewartet auf eine Ausstellung? Und ich habe hier gerade eine völlig neue Technik erfunden, die der Kunstmarkt eigentlich bisher noch gar nie gesehen hat. Ich drücke einfach die Farbe komplett aus der Dose raus. Ja, aber mal ohne Scheiß. Wieso denn nicht? Die Komplementärfarbe von Blau ist. Bitte was? Die Komplementärfarbe von Blau? Das habe ich mal im Kunstunterricht gelernt. Ist mir aber als Künstler völlig egal, weil als Künstler mache ich einfach, was ich will. So. Das ist die Komplementärfarbe. Oh. Naja. Ha! Super, das, guck mal, diese Stelle, das finde ich zum Beispiel total super. Wo das gerade so rausgespritzt hat. Ohne Scheiß. Da entsteht gerade für mich eine Haptik. Ich würde das mehr gar nicht machen. Weißt du? Ja, nicht am ganzen Bild, aber mit der Farbe würde ich nicht mehr machen. Okay, dann bin ich dir zu dominant? Nein, Quatsch. Du hältst dich total zurück. Okay, ich versuche mal hier ein bisschen. So Spachteln finde ich gut, das kenne ich vom Heimwerken. Warum bist du eigentlich nicht Künstler geworden? Bitte, bin ich doch. Was glaubst du, was mache ich denn hier jeden Abend seit 30 Jahren? Was soll das sein? Ich erinnere mich daran, wo wir hier ein bisschen Blau hatten und du gesagt hast, wir sollen das so lassen. Ja, da hast du ja einfach schon diese schöne Strukturelle einfach zerpinselt. Ja, aber man muss doch einen Untergrund haben irgendwie. Ja, aber nicht so. Ich finde auch immer gut, wenn die Ränder bemalt. Ich finde das immer doof, wenn die Künstler die Ränder nicht bemalen. Ne? Weißt du, dann hast du auf der Seite so einen weißen Käse und musst dann einen Rahmen kaufen für teuer Geld. Ja, ich muss manchmal auch ein bisschen wirtschaftlich denken. Ja, 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 aber man kann es auch übertreiben. Ne? Finde ich schon ganz gut. Je weiter man weggeht, desto besser wird es. Das ist ein Emu-Kopf. Das ist hier, sehen Sie, da hier oben so, das ist der Hinterkopf. Hier ist der Mund und der Emu-Kopf, der läuft irgendwie von mir aus Suppe aus dem Schnabel raus. Und das ist ja ein Zufallsprodukt. Ich sehe bereits einen Emu-Kopf, wo andere einfach nur wirre Scheiße sehen. Ja?
Die Kunst entsteht beim Betrachter im Kopf und nicht auf der Leinwand. Verstehen Sie? Das ist... Ich komme mir vor wie Bob Ross. Ja, mach mal weiter. Mach mal weiter. Gelb? Ah, gelb ist natürlich sehr schrill, ne? Gleich haben wir's. Darf ich mir eine Farbe aussuchen? Du darfst dir eine Farbe aussuchen, aber nicht gelb. Nicht gelb. Grün? Grün. Ja, genau, das ist ein bisschen schrill, aber ist okay. Mhm. Ist ein bisschen 90s oder 80s, wenn Sie so wollen. Ja. Okay. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Es ist schon ziemlich weit. Ich würde jetzt viel mehr nicht machen. Ich würde noch irgendwas Wirres da in dem unteren Bereich reindengeln. Ich mache einfach mal. Ha! Fertig. So. Das ist aber geil. Das ist geil. Findest du gut? Ja. Willst du noch was machen? Ja. Also mit denen kannst du nicht spritzen, das geht nicht so gut. Das ist, da kann man nicht mit spritzen, nee, das ist aber auch Acryl, ne? Okay. Ja, ich hab jetzt in einem Bruchteil einer Sekunde habe ich hier ein Seepferdchen hingemalt. Wenn Sie das vielleicht erkennen können, dann. Also jetzt mache ich noch einen und dann ist gut, oder? Ja, geh ein bisschen etwas näher dran, oder? Hast du Angst, dass da auf deine Bilder irgendwas draufkommt? Ganz ehrlich, ja. Das ein oder andere Bild könnte auch noch ein bisschen Make-up vertragen. So, ich finde es eigentlich gut. Komm, wir machen Unterschriften drauf. Ja. So. Okay. So, mach du deins daneben. So. Ja. So. Das ist doch der Hammer. Fertig. So entsteht also ein Meisterwerk. Und hier ist es, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, es ist noch nicht ganz getrocknet, aber da ist es nochmal. So. Es ist nochmal besser als gestern Abend, finde ich. Oder? Es ist noch mal besser als gestern Abend, weil dieser ganze Glanz der noch nassen Farbe jetzt so ein bisschen weg ist. Super. Und hier auch dieses darunter, ich weiß nicht, ist da schon? Ja, die Kruste ist schon hart. Ja. Und dieses Bild, ja, ich würde es mir bei mir ins Büro hängen. Aber der Leon hat gestern gesagt, wir malen das zusammen und der würde das gerne versteigern für einen guten Zweck. Für was genau, das können Sie auf seiner Homepage rausfinden, www.leonlöwentraut.com. Und da würde er noch sagen, wie Sie, wenn Sie Bock haben, da mitsteigern können. Aber eins kann ich Ihnen sagen, unter 20.000 geht hier gar nichts. Ja? Alles dann unter seiner Homepage. Und ja, wollen wir das Beste hoffen. Ein Kunstwerk von Leon Löwentraut und mir. Da hätte ich jetzt mehr Applaus erwartet, aber gut, das ist... naja.